Heute möchte ich mit euch mal über etwas sehr Interessantes reden. Ich habe das hier in der Hand, das ist eine Studie, erster Link in der Beschreibung. Und in dieser Studie hat man untersucht, was Männer zufrieden, was Männer glücklich macht. Und da es ja auf dem Channel nicht nur um Flirten gehen soll, sondern auch um dich als Mann, um dich, um deine männliche Entwicklung, sprechen wir mal darüber, was die Wissenschaft denn herausgefunden hat, was die Männer wirklich glücklich macht. Und dazu an dich einfach mal die Frage, was glaubst du, welcher Lebensbereich oder die Arbeit an was genau macht uns Männer am glücklichsten? Ja, mach dir mal kurz Gedanken, pausier gerne das Video, schreib es doch gerne in die Kommentare, bevor du jetzt geschaut hast, was die Antwort ist. Und dann komm zurück zum Video. Also, was Männer glücklich macht, wurde ganz klar herausgefunden. Und zwar gab es da einen großen Abstand zu allen anderen Faktoren. Ja, also der Faktor, den ich hier meine, wenn du dir den Graph vorstellst, war ungefähr so hoch. Alle anderen Faktoren waren eher hier im unteren Bereich und waren ungefähr gleich groß. Aber dieser eine Faktor scheint Männer durchgehend glücklicher, zufriedener zu machen. Und tatsächlich ist es der Job, die Karriere. Und hierbei gar nicht darauf bezogen, wie viel verdient jetzt ein Mann. Es geht hier also nicht um besonders viel Geld, sondern es geht darum, wie zufrieden bist du in deinem Job, wie zufrieden bist du mit dem, was du machst, wie sehr hast du das Gefühl, dass das sinnvoll ist, wie sehr fühlst du dich wohl in deiner Karriere, die du anstrebst. Und das macht auch sehr viel Sinn, weil wir hier öfter schon über diese Themen Mann, Mannwerdung, Mission und Vision gesprochen haben. Und ja, Mission und Vision hat sicherlich nicht immer mit dem Job zu tun. Es könnte natürlich auch deine Mission oder Vision sein, keine Ahnung, in irgendeinem gemeinnützigen Vereinen Schulen für arme Kinder zu bauen und du wirst dafür nicht bezahlt. Das könnte ja auch deine Mission oder Vision sein. Also nicht immer, glaube ich, hat das unbedingt mit dem Job zu tun. Nur haben die das hier sehr gut erfassen können über den Job. Es geht also viel über Mission und Vision und das scheint der stärkste Faktor zu sein, der für ein Wohlbefinden im Mann sorgt, der dafür sorgt, dass der Mann sich mit sich selbst wohlfühlt. Eine super interessante Studie, auch an relativ vielen Männern durchgeführt. Ich glaube, ich muss mal reinschauen. Ich meine, 50.000 gelehnt zu haben, 5.000. Ja, das ist eine relativ große Studie. Aber das Coole ist, es gibt selten Studien in diesem Gebiet. Ist natürlich auch die Frage, wie genau die diese ganzen Punkte definiert haben. Aber eine interessante Studie auf jeden Fall, die ich dir hier im ersten Link in der Beschreibung mal verlinkt habe. Ist auf Englisch, ist eine Zusammenfassung super interessant. Eine weitere Sache, die rausgefunden haben, ist, und da habe ich ja auch öfter schon auf dem Channel drüber gesprochen, Männer werden im Alter zufriedener. Und die Studie sagt, am zufriedensten sind die Männer so um die 50 rum. Ne? Wo Frauen, und ich glaube, da gibt es auch Studien zu, mit der Zeit eher unzufriedener werden, weil auch viel ihres Wertes erstmal am Äußeren gemessen wird und das mehr abnimmt, werden Männer immer zufriedener. Und das macht auch Sinn, weil die Karriere, die berufliche Aussicht eines Mannes entwickelt sich ja auch mit der Zeit immer weiter. Und wenn unsere größte Zufriedenheit aus dem Berufsfeld kommt, ja, die de facto Karriere damit reinspielt, ja, wie zufrieden wir darin sind, dann macht es ja Sinn, dass wir mit dem Alter tendenziell glücklicher werden, weil dort entwickelt sich das ja weiter. Junge Männer in ihren 20ern, so war das auch bei mir am Anfang, sind sich oft nicht sicher, hey, in welchem Weg bin ich unterwegs, wo macht es Sinn für mich zu arbeiten, und mit der Zeit entwickelt man da eben ein besseres Gefühl für. Und so scheint es zu sein, dass Männer mit dem Alter immer zufriedener werden. Ja, da habe ich auch schon mehrere Studien zugelesen, dass Männer gerade in Mitte 20 am unzufriedensten sind, habe ich gelesen, und Frauen am zufriedensten. Und da kannst du dich vielleicht noch an unsere Grafik erinnern, die ich dir mal gezeigt habe, dass der sexuelle Marktwert der Frau so in den 20ern den Höchstpunkt erreicht und bei uns Männern eher so gegen Ende 30, Anfang 40. Eine andere Sache, die gefunden wurde, und das wurde oft schon, das habe ich oft schon in Studien gelesen zu diesem Thema, ist, dass Männer in Beziehungen, in Partnerschaften glücklicher und zufriedener sind und länger leben, dazu gibt es auch viele Studien, als Männer, die Single sind. Jetzt weiß ich hier nicht, was genau gemeint ist, weil das ist immer ein bisschen wischiwaschi und hier auch nicht weiter beschrieben, also es ist mir nicht ganz klar, was Single hier bei denen bedeutet. Bedeutet Single, ich habe niemals eine Frau, ich habe gar keinen Kontakt mit Frauen, oder bedeutet Single wirklich alles, was nicht eine feste Partnerschaft ist? Das weiß ich hier nicht genau. Hier steht allerdings Single. Und was es dann auch gibt, welche Erkenntnisse es auch gibt, das ist auch nicht nur aus dieser Studie, sondern auch aus vielen anderen Studien, die ich dazu schon gelesen habe, ist, dass wenn Männer sich von ihren Frauen trennen, Scheidung Männer deutlich härter zusetzt als Frauen, oder auch ein schlechter Kontakt zu ihren Kindern. Schlechter Kontakt zu ihren Kindern, Männer, und eine Scheidung für Männer ist einer der gesundheitsschädlichsten Faktoren für Männer überhaupt und sorgt tatsächlich dafür, dass wir weniger lange leben und weniger gesund sind. Dabei scheint es so zu sein, dass wenn du eine gute Beziehung zu deinem Kind hast, also Männer, die verheiratet sind
und ein Kind haben scheinen am gesündesten zu sein und am glücklichsten zu sein. Natürlich hat das auch immer damit ein bisschen zu tun, in welcher Gesellschaft du dich bewegst. Also wenn du dich in einer Gesellschaft bewegst, in der es allgemein anerkannt ist zu heiraten und das ist so ein bisschen das Ziel, dann fühlst du dich natürlich wahrscheinlich gerade deswegen besser, weil du ein gesellschaftliches Ziel erreicht hast, weil viele Leute in deiner Umgebung das auch so machen und so bist du ein Teil der Gemeinschaft, ein Teil des Ganzen. Aber das sind auf jeden Fall sehr, sehr interessante Findings, die die hier gemacht haben. Bei der Gesundheit geht es bei Männern anscheinend auch mehr darum, innerlich gesund zu sein, gar nicht so sehr darum, körperlich gesund zu sein und zum Beispiel sein Äußeres zu verbessern, scheint ein nicht besonders großer Faktor zu sein, wenn es um Glücklichkeit und Zufriedenheit geht. Ja? Solche Sachen wie Friendship, also Freundschaft, ist auch wichtig, aber all diese Faktoren fallen zurück hinter die Zufriedenheit, die du im Beruf, die du mit deiner Karriere machst und da geht es, wie gesagt, nicht ums Geld, tatsächlich, das haben die hier auch raus geschlossen anscheinend. Wie gesagt, so genau ist der Studienbericht da leider nicht. Aber es geht anscheinend nicht um Geld, denn Geld hat auch nochmal so eine einzelne Grafik, die weiter unten ist, sondern es geht wirklich um die Zufriedenheit im Job, um das Gefühl, okay, ich mache hier was Sinnvolles, ich mache hier was Gutes, ich kann hier irgendwie was beitragen, ja, was Sinnvolles beitragen. Das scheint der größte Zufriedenheitspunkt zu sein für Männer. Und ich muss sagen, wenn ich das so mit meinem eigenen Leben mal ja, vergleiche, wenn ich mal so darüber nachdenke, dann muss ich dem Ganzen zustimmen. Immer dann, wenn ich bei meinen Sachen, die ich gemacht habe, das Gefühl hatte, das ist wirklich sinnvoll, das macht wirklich Sinn, was ich hier tue, dann ging es mir besser, wenn ich das Gefühl habe, was mache ich hier eigentlich? Ja, was tue ich hier? Und dann hatte ich mir das Gefühl, boah, Alter, meine Zeit ist verschwendet, mein Leben ist verschwendet. Also das mal so für diese Studie, wie gesagt, wenn du sie mal lesen willst und eine Zusammenfassung lesen willst, dann hier erster Link in der Beschreibung. Wie gesagt, ist auf Englisch, kannst du dir aber trotzdem mal anschauen. Super, super interessant. Solche Dinge möchte ich gerne auch in Zukunft öfter mit euch machen, wenn ich mal sowas finde, wenn ich mal sowas sehe, weil ich es super spannend finde, sich auch mal die wissenschaftliche Seite anzugucken und nicht immer nur mit privaten Theorien rumzuwerfen, wie es natürlich im Datingmarkt, im ganzen Flirtmarkt sowieso immer der Fall ist. Von daher super spannend. Zufrieden sein im Job, sich um seine Karriere zu kümmern. Ich spreche immer wieder an, wie wichtig das ist für einen Mann. Mission, Visionsfindung. Und wie gesagt, ich glaube, das steht jetzt hier nicht drin, ich glaube, es muss nicht unbedingt mit dem Job zu tun haben. Wie gesagt, du könntest diese Zufriedenheit, glaube ich, auch außerhalb des Jobs finden, wenn du dort irgendwas machst, wo du das Gefühl hast, hey, das befriedigt mich. Also angenommen, du gehst jetzt zu deinem Job in der Bank und ja, das ist in Ordnung, das ist dein Job und du verdienst da Geld. Und nachmittags baust du dann, wie im Beispiel eben, irgendwelche Schulen für Kinder in armen Ländern oder was auch immer. Ne? Einfach nur ein Beispiel. Und das erfüllt dich vollkommen. Dann ist es sicherlich auch so, dass du dort erfüllt bist, dass du dort dich gut fühlst, obwohl es jetzt nicht mit deinem Job was zu tun hat. Es wird wahrscheinlich nur so sein, dass die meisten Männer oder die meisten Leute, da ja der Job der größte Teil deines Lebens schon ist, von der Zeit her gesehen neben Schlafen, wird es wahrscheinlich so sein, dass die meisten Männer dann wirklich im Job diese Erfüllung finden und dann nicht unbedingt außerhalb. Aber super spannende Findings. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du davon hältst und ob du auch solche Videos in diese Richtung interessant findest. Ansonsten freue ich mich, dass du wieder dabei warst. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich fürs Online-Coaching eintragen. Wenn du das noch nicht gemacht hast, mach das unbedingt. Da kriegst du noch zusätzliche Informationen, die ich hier auf YouTube nicht an dich veröffentliche. Kriegst gratis Flirt-Dokumente und andere Geschenke, die ich hier nicht an dich weitergebe. Unten rechts in der Ecke kannst du dir ein Video anschauen, wo es darum geht, wie man ein perfektes Date gestaltet. Schau da unten mal rein, wenn du noch nicht weißt, wie das funktioniert. Schön, dass du hier warst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.